Heute wollen wir kochen mit dem, was in diesem Karton ist, nämlich einem kleinen Pyrolyseofen aus China. Der Chinese hat es drauf. Hallo liebe Menschen, das ist der Triaterra Videoblog. Hier geht es um EM, effektive Mikroorganismen, um Terra Preta Produkte und um Themen zur Begrünung der Erde. Und heute, ja tupa, heute ein Kochthema, nämlich ein Pyrolyseofen. Ein Ofen, mit dem man mit Holz, Abfällen, Resten, Kienäppeln kochen kann und gleichzeitig etwas Holzkohle produziert. Und viele kennen vielleicht schon unseren Sampada-Ofen, der ist noch ungefähr vom Volumen her doppelt oder sogar fast dreimal so groß wie der hier. Aber für normales Haushaltskochen ist der hier auch geeignet und er ist viel kleiner und leichter zu verpacken. Und zwar habt ihr ja jetzt gesehen, auf 15 cm Höhe und 21 cm Breite zu verpacken. Genau, der kommt da rein. Da haben wir jetzt schon dann die Brennkammer. Das ist die Brennkammer, in die wir das Holzmaterial gleich reinstauben werden. Und wir sehen schon hier von unten, kommt hier Luft ran am Schluss, wenn das runterbrennt. Aber das Wichtigste ist das hier. Die Luft wird durch eine Doppelwand vorbeigeführt und kommt dann hier zur Flamme direkt raus. Kann dann mit dem Holzgas verbrennen. Das produziert typischerweise besonders saubere Verbrennung und eine sehr effiziente Verbrennung. Und wenn man ein trockenes Holz hat, auch eine relativ rauchfreie, also eine gut rauchfreie Verbrennung. Und das führt auch dazu, wenn man dass die Luft quasi erst oben ranlässt, von unten nur ein bisschen, dass es sich aufheizt, aber von oben dann nur so wenig ranlässt, nur von oben die Luft ranlässt, dass die Kohle, die glühende Kohle nicht verbrennt so schnell, sondern dass die sich erstmal verkohlt alles da drin und dann kann man den Vorgang abbrechen und die Kohle ablöschen und die Kohle retten. So, und das wollen wir heute mal probieren. Verpackung weg. Hier haben wir die Holzstückchen. Und die Idee ist natürlich, also wenn man große Mengen Holzkohle produzieren möchte, ist das nicht die richtige Variante. Das ist wirklich, ich möchte kochen mit einer schönen sauberen kleinen Gartenkocher sozusagen, wo ich meine Reste verwenden kann und ich autark bin und ohne Strom oder Gas oder sonst was jederzeit kochen kann und gleichzeitig ein bisschen Holzkohle produzieren. Wenn Sie nur Holzkohle produzieren wollen, einen riesen Berg mit Holzabfällen haben, dann buddeln Sie ein Erdloch, einen sogenannten Erdkontiki, kann ja 50 cm tief, 1 Meter im Durchmesser so ein Kegel sein. Da macht man unten, fängt man mit einem kleinen Feuer an, legt dann Schicht für Schicht nach, wenn man sieht, das ist verglüht, verbrannt. Also nicht, dass es komplett verbrennt, sondern dass man merkt, die beginnt an zu veraschen. Es ist nicht mehr so eine hohe Flamme, dann ist das Holzgas weg, dann tack, macht man das ganze Erdloch voll und kann an einem Nachmittag ohne Probleme 100, 200, 300 Liter Holzkohle produzieren. Das schafft man mit dem nicht. Da dauert ein Durchgang wahrscheinlich eine halbe Stunde mindestens und dann hat man vielleicht einen halben Liter Holzkohle oder so, die da übrig bleibt. Also das ist nur eine Variante zum Kochen und gleichzeitig ein bisschen Kohle produzieren. Ja, und jetzt wollen wir erstmal den füllen und es gibt zwei Varianten. Man kann den auch erstmal mit einem kleinen Feuer füllen und dann durch das Nachfüllloch hier langsam nachfüllen mit Holz, sodass das Stück für Stück nachlegt. Eine andere Variante ist, die werde ich mal jetzt probieren, mal gucken, ob wir es hinkriegen. Die funktioniert am besten mit trockenem Holz, das von oben anzubrennen, also das komplett zu schichten, voll zu schichten mit trockenem Holz und dann von oben eine Flamme zu machen und die Flamme brennt sich dann langsam runter. Das ist natürlich ideal, warum braucht man praktisch nicht nachlegen und hat eine lange, gleichmäßige Brenndauer. Mein Holz ist ein bisschen feucht. Na, mal gucken, ob ich das damit hinkriege. Wir werden sehen, ob wir das rauchfrei schaffen. Genau. Was ist los? Das kommt ans Schluss.
Aber warum ist das da? Das kommt am Schluss drauf. Da kommt der Topf drauf. Ja, da kann man kochen. Da kann man den Topf draufstellen. Ja, die drei Dinger, da kann man sogar einen großen Wok draufstellen. Und mindestens 10 Kilo, also die kleinere Variante davon stand drin, dass sie 10 Kilo trägt. Aber ich denke, wir können hier problemlos 20 Kilo raufschauen. Man muss nur gucken, dass man es balanciert kriegt. Selbst also ein großer Topf wäre, wenn der sicher drauf zu stehen kriegt, dass das... Aber das reicht! Nein, er muss ganz voll. Warum? Weil wir den von oben anzünden wollen, erst wenn er ganz voll ist. So, jetzt brennt's. Ja, der brennt schon gut. Kann man schon anfangen. So schnell geht's. 2 Minuten und wir können kochen. Zack. Man muss natürlich einen sicheren Stand aussuchen. So. Da steht es ein bisschen gute besser. Gute Sache. Das ist noch ein bisschen Restbutter, weil wir gerade noch Erbsen gebraten haben. Aber jetzt wollen wir... Tu mal jetzt mal ein bisschen Abstand halten hier, sonst wird es gefährlich. Hast du Erbsen gebraten? So. Hier sind unsere Eier. Salzen werden wir mit dem EM-Salz. Ja, da steht schon. Guck mal, das wird richtig. Nur im Freien betreiben. Nicht so nah ran, Leute. Nur im Freien betreiben. Nicht unter Dach, nicht im Zelt, nicht im Haus und nicht auf irgendeiner Holzunterfläche, also eigentlich nur auf Erde oder Stein oder in dem Fall Rasen, wenn man nichts dagegen hat, dass der Rasen darunter natürlich ein bisschen verbrennt. So, meine Eier sind schon fast fertig. Ich bin sicher, ich kann hier noch eine halbe Stunde kochen ohne Probleme. Aber die Eier können wir gleich zur Verkostung geben. So, EM Hühner, EM Eier, EM Salz, kein EM Kokosfett, normales, nicht gehärtetes Kokosfett und ein Pyrolyseofen, mit dem wir gleichzeitig Holzkohle produziert haben. Guten Appetit! Lecker!